Willkommen zurück zu einer neuen Folge Story of Seasons. Wir haben im letzten Part schon wieder tief in der Mine gegraben. Und ja, unsere Ausdauer sieht wie immer bescheiden aus. Guten Morgen, Troplay. Morgen versammeln sich alle um 10 Uhr, um das Erntefest zu feiern. Für dieses Ereignis bringt jeder Zutaten mit, die wir in einen großen Topf werfen. Es ist eine Art Gemeinschaftsessen. Es wäre toll, wenn du etwas Leckeres mitbringen könntest. Ich würde mich freuen, dich morgen zu sehen. Okay. Kann man das da schon ernten? Oh, Tatsache. Ach, dann waren das hier die Möhren. Oh Mann, wie peinlich. Gut, dann kann ich gleich noch Möhren kaufen. Ist auch nicht schlecht. Dann sind das die Möhren. Möhren würden sich anbieten, ne? Muss ich jetzt eigentlich immer der Erntegöttin was schenken, die wir in der letzten Folge ja kennengelernt haben? Indem ich da immer was reinwerfe. Und dann die Frage, was mag sie eigentlich am liebsten? So, dann müssten das hier die Chilis sein. So viel gießen muss ich ja eigentlich gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Müsste gleich echt mal gucken. So. Ausdauer, dachte ich mir schon. Ja, also... Es läuft langsam. Aber ich will jetzt heute nicht nochmal wieder Essen einkaufen. Ich möchte eigentlich jetzt ein bisschen Plus machen. Mein Ziel ist ja jetzt, wie gesagt, als nächstes ein paar Rezepte lernen, damit ich endlich mal was kochen kann. So was kriechen für die Geräusche. Ja gut, die geben aber 4 Ausdauer, ne? Ja, wartet mal. Davon nehme ich mal 2 mit, morgen für das Fest. Oh, das waren 5000. Boah, das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, und für die Erntegöttin möchte ich jetzt... Nehme ich da jetzt... eine Kastanie mit? Ja, machen wir es so. Ich nehme eine Kastanie mit. Guten Morgen, Troplay. Könntest du dir das mal ansehen? Das ist die konservierte Blume. Ich habe die Süßsonnenblume, die du mir gegeben hast, einem Freund gezeigt. Und er hat uns das hier gemacht. Um die Kreation eines neuen Produkts zu feiern, wollte ich dir die erste davon geben. Hättest du diese Blume nicht gefunden, wären wir nie auf die Idee gekommen, so etwas herzustellen. Wenn du endlich deinen besonderen Menschen findest, wäre es nicht schön, sie zu überreichen, während du deine Liebe gestehst? Das ist nur eine Idee. Also dann. Wenn du mit einer besonderen Person ausgehen möchtest, musst du ihr erst deine Gefühle gestehen. Rüste dazu die konservative Blume aus und gib sie dieser Person. Jedoch laufen nicht alle Geständnisse positiv. Um deine Erfolgschancen zu erhöhen, kannst du die Zuneigung steigern, indem du die Ereignisse dieser Person ansiehst. Die Herzleiste stellt die Zuneigung dir gegenüber dar und wird sowohl für Männer als auch für Frauen angezeigt. Okay. Wie sieht es denn zuneigungstechnisch aus? Bei den Bewohnern. Lilia hat 2... Boah, es sind nur Notenblöcke, ne? Irgendjemand ganz besonders? Was? Aha. Die örtliche Schutzgöttin. Wirf eine Gabe in ihre Quelle, um sie zu rufen. Okay. Na dann... Eine Schutzgöttin. Machen wir mal die Hühner raus.
So, mit allen Hühnern geredet. Oder alle Hühner gefragt, ob es ihnen gut geht. Aber was mag dann die Göttin bitteschön am liebsten? Wenn ich bei ihr jetzt punkten möchte. Ich meine, was könnte eine Göttin eigentlich jetzt glücklich machen? Wie kann ich mir bei ihr Zuneigung holen? Ich probiere es jetzt einfach mit einer Kastanie. Oh, na, wenn das nicht True Play ist, wie schön, dass du mich wieder besuchst. Ich freue mich über eine Opfergabe. Oha, das gefällt mir sehr gut. Wie wunderbar, danke, tschüss. Warte mal, das gefällt ihr sehr gut? Heißt das, ich habe jetzt herausgefunden, was sie mag? Aha. Sortieren nach Freundschaftsstufe. Das heißt, mit Jeff bin ich schon sehr gut und Sandra auch. Mit der Erntegöttin weiß ich, okay, gut, die mag Kastanien. Das ist schon mal nice to know. Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Dann sollte ich davon schon mal ein paar sammeln. Denn das gefällt der Erntegöttin. Wundert mich aber, dass die jetzt so auf Kastanien steht. Ich meine, was macht man in den anderen Jahreszeiten? Das heißt, dann muss ich jetzt einen Kastanienvorrat mir wirklich anlegen. Wow. Trudi, die darfst du nicht essen, die musst du sammeln. Ja, danke, habe ich gemerkt. So, mal gucken. Ich kann ja jetzt noch den großen hier holen. Ja, man muss ja auch irgendwann mal auf Mithril gesteigert werden. Moment, meine Ausdauer ist schon... Oh. Ui, das war knapp. Ich wollte nämlich jetzt ungern irgendwas essen. Ich spare doch immer so schön. Und da schon wieder der Pilz für 500. Wow. Das flasht mich total weg. Flash mich nochmal. Es wäre nicht das erste Mal. Oh, Pilz, 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 Pilz. Flash mich so hart du kannst. Oh, da ist noch ein Pilz. Gar nicht eine Bildsuppe machen. Hallo? Warum konnte ich... Ach, da kann ich nicht... Naja. Okay, das heißt, die Kastanien müssen wir definitiv behalten. $500 für diesen Pilz. Das ist echt schon eine heftige Nummer. $500 für den Pilz. Ich habe gerade gesehen, da war wieder Post. Boah, da brauche ich 90 Kastanien für die ganzen Jahreszeiten. Jetzt verfügbar, konservierte Blume. Überreiche diese zarte Blume einem besonderen Menschen, um zu zeigen, was du wirklich fühlst. Komm heute noch vorbei und hol dir eine. Nein. Aber, oh verdammt. Oh nein. Ich habe es voll vergessen. Nein, 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 ich hab's verkackt. Oh, ich bin so doof. Ich wollte doch neue Möhren holen. Oh, ich bin so dumm gewesen. Ach, machen wir es gleich. Am nächsten Tag. Wie ist das Wetter morgen? Weiterer kühler, klarer Tag. Muss immer kühl und klar sein? Meine Güte. Wenn er immer klar ist und immer kühl ist. Naja, nun gut. Ich sollte mich nicht beschweren. So. Es war natürlich eigentlich auch dumm von mir, diese Sachen so zu pflanzen, dass die... Ich hätte die mit Versatz pflanzen sollen.
hätte ich regelmäßig Geld bekommen. Fällt mir mal gerade so ein. Also ich muss jetzt erstmal schon so ein kleines Fazit machen. Ich habe Harvest Moon gespielt. Licht der Hoffnung. Ich habe Stardew Valley gespielt. Ich habe Story of Seasons The Rayman gespielt. Ich habe Farm Together gespielt. Was habe ich noch? Was ja jetzt schon eine ganz schöne Latte ist, was Farming-Spiele angeht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir dieses Farming-Spiel jetzt hier vom Aufbau her am meisten zusagt. Aha. Bis auf die Steuerung. Also wenn sie ein Story of Seasons hier in der Form mit, ja doof ausgedrückt, noch mehr... ins Detail gehen oder wie soll man es ausdrücken? Die Steuerung zum Beispiel optimieren. Mehr, noch mehr Inhalt. Also, dass man, sag ich mal, was die ganzen Gemüsesorten angeht, überfordert ist. Aber dass man für jede Gemüsesorte beispielsweise irgendwelche Erfolge kriegt oder, das wäre schon mega. Jetzt verfügbar, Kochtopf. Willst du einen warmen Eintopf oder würziges Curryreis zubereiten mit unserem praktischen Kochtopf? Ich wollte eh noch zu dir, also von dem her passt sich das ja sehr gut. Kochtopf passt sich sehr gut. Zwar hast du schon ab 9 Uhr auf, aber egal. Was? Was ist denn heute schon wieder für ein Fest? Also jetzt nicht euer Ernst, oder? Ihr habt doch nicht schon wieder ein Fest. Die wollen mich doch jetzt auf den Arm nehmen, oder? Die haben nicht schon wieder ein Fest. Nope. Ich hab's vergessen. Das Essensfest. Ich hab es komplett vergessen. Also ich muss jetzt ganz schnell meine Möhren holen. Und noch vorher zur Erntegöttin. Ich will da vorher noch was geben. Denk mal, damit kann ich richtig punkten. Also, bei dem Essen. Hühner sind draußen. Muss mich natürlich beeilen. Ah, da ist ein Pilz. Überall gucken. Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Ich muss nämlich die Kastanien holen. Da ist nix. Extra ganz schnell gespammt. Schade, 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 schade. Das ist leider viel zu wenig Kastanien. Hätte mir halt gerne mehr gewünscht. Aber ne, hier sind nicht mehr. Hier unten könnte vielleicht noch was sein mit viel Glück, aber... darüber freut sich am meisten.
Oh, na wenn das nicht True Play ist, wie schön, dass du mich wieder besuchst. Ich freue mich immer über eine Opfergabe. Oh, das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. So, dann ist das auch erledigt. Und dann kann ich jetzt zum Fest gehen. Bevor es zu spät ist. So. Scheint, als hättest du nichts für den Topf mitgebracht. Wenn du nicht mitmachen möchtest, könntest du etwas Essen mitbringen. Hallo Truppel, hast du eine Zutat mitgebracht, um sie in den Topf zu geben? Ist es das, was du hinzufügen willst? Hervorragend. Geben wir es dazu und beginnen mit dem Festmahl. Das klingt hier gerade wie eine Menschenmenge und dabei sind es nur 10, 11 Leute. Jetzt wird kräftig zugelangt. Toll. Alle haben fröhlich ihre Mahl verzehrt. Hast du Spaß gehabt? Mit so vielen Leuten zu essen ist ein ziemliches Erlebnis, was? Wow. Ah, das hat Spaß gemacht. Na dann, zurück an die Arbeit. Okay. Und schon ist man wieder zurück auf seiner Fahrt. Es ist cool, wie die Sprünge hier passieren. Man könnte das ja auch eigentlich ein bisschen anders regeln, aber ja. Das Spiel will es halt so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.